So, Tag 2 beginnt heute. Wir sind auf dem Lollapalooza. Tag 2 beginnt. Torben ist noch ganz fit, glaube ich. Ja, noch geht's. Und ja, mal gucken, was heute so geht. Highlight für mich heute persönlich, Major Lazer. Mal gucken, ob die auch wirklich abrocken. Gott sei Dank auf der großen Bühne. Kleine Bühne haben wir gestern schon gesehen. Gibt es so ein paar Unterschiede. Ist nicht ganz so toll. Und die ist scheiße, wird hier gerade gesagt. Auf jeden Fall war Dimitri Vegas total kacke. Und ja, er konnte halt nicht das bringen, was er eigentlich stande zu leisten ist quasi. Und das ist halt ein bisschen doof. Geradeaus, weiter! Oh, Alter. Alter, du fühlst du ein. Gut, dass es eine Fastlane gibt. Da ist eine Fastlane. Und man wird einfach mal weggeschickt. Ganz komische Leute. Schockt auf jeden Fall schon mal. Ich bin angeschrien von den Mitarbeitern, dass man gefälligst weiterzugehen. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt gleich Aurora. Ja. Ich weiß ja nicht. Falls ihr so einen Vodafone-Werbespot mal gesehen habt oder so, dann kennt ihr sie bestimmt. Muss man gesehen haben. Muss man gesehen haben, den Werbespot. Nee, sie. Sie, ja. Auf jeden Fall gucken wir mal, was das wird. Auf der großen Bühne, da stellen wir uns jetzt gleich an. Wir können ja Gott sei Dank heute einfach komplett durchgehen hier. Wir müssen ja nichts mehr abholen, hier Bändchen und so haben wir alles. Und dann gucken wir mal, ob wir den Tag heute mit 50 Liter Wasser irgendwie über die Bühne kriegen oder so. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt die gelbe Linie und dann geht's gleich rein, ne? Haut rein, ne? Tschüss!
Every day, every night.
problems gone. Got the fuse, make a goddamn strong. See me rocking now, go to the sky. Dance for me, take the tiger. I'm gonna take a second.
das Schlachtfeld sehen wir hier. Sieht sehr schön aus. Halt doch mal fest, Nachwelt. Wir sollen mit dem Park respektvoll umgehen, stand in der Homepage. Respektvoll umgehen, ja. Meine. Das ist vom Treptower Park übrig geblieben. Ist das nicht schön? Ja. Circle of Death heißt das Ding, also wo ich drin war. Keine Ahnung. Rechts, links ging's. Jonas, wie hat's dir gefallen? Dreck reinigt den Magen, wa? Aber es war mega geil. Ja. Ja, bis auf die Maske. Ich bin ein bisschen fertig. Ich glaube, wir sind alle Major ein bisschen dazed. Geil. Es war Major. Was war's? Major geil. Okay. Ich glaube, würde sagen, das war das Festival. Geht doch noch weiter. Alles, was angekündigt war, haben wir erledigt. Und wir werden uns erstmal ausruhen müssen. Es war schön. Es waren zwei verdammt geile Tage. Anstrengende Tage. Die Beine tun weh. Wir sind dreckig bis auf die Knochen. Die Schuhe können weggeschmissen werden. Wir sind tot. Es ist hier ein reines Schlachtfeld. Und es ist der Wahnsinn einfach. Die Truppe, mit der wir unterwegs waren, war richtig gut drauf. Es hat riesig viel Spaß gemacht. Wir werden morgen nochmal zwei Shootings machen. Und ja, die Leute hier waren geil. Das Festival war geil. Wir sind tot. Ich würde sagen, wir melden uns einfach aus dem Hotel wieder. Freut euch auf den ganzen Zusammenschnitt, der entsteht. Es wird so unfucking fassbar geil. Haut rein. Es war geil. Lollapalooza 2016 hat 2015 getoppt. Highlights ganz klar. Paul Kalkbrenner gestern hat einfach mal alles abgeräumt. Das war Wahnsinn. Und heute war es einfach so geil mit Major Lazer. Major Lazer hat alles abgeräumt hier. Wir haben einen krassen Tanz mit drauf. Wir haben einfach nur krasse Sachen gefilmt. Der Film, der Vlog vom Lollapalooza Festival wird ewig dauern. Und ich bin jetzt wirklich K.O. Ich würde sagen, wir brechen das Ganze jetzt hier auch ab. Es war geil. Wir haben geile Momente erlebt. Es war einfach unfassbar geil. Und haut rein. Es war einfach nur geil. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Haut rein. Tschüss. Sind wir im Hotel, also wir sind jedenfalls auf dem Weg dahin und ja, wir sind ein bisschen erschöpft, das hält sich aber in Grenzen, es ging heute eigentlich, man konnte zwar ein bisschen abzappeln und so bei Major Lazer, war ein kleines Fitnessprogramm und der Tag war cool, habe ich euch ja eben alles schon erzählt und ja, jetzt gibt es gleich noch Duschen, will duschen. Wir sind komplett in Staub gehüllt. Von oben bis unten. So gut sehen wir nicht mehr aus, das stimmt. Nee. Ja. Ja, morgen früh möchte ich auf jeden Fall nochmal in den Laden gehen. Ja. Und jetzt müssen wir einfach nur noch ins Hotel duschen. Und dann wollen wir noch was essen gehen, eine Kleinigkeit. Jim Block wurde vorgeschlagen. Akzeptiert wurde es noch nicht so richtig. Aber muss wahrscheinlich akzeptiert werden. Und ja.
So, das war Jim Block. Oh, jetzt bin ich aber auch richtig satt. Oh, und jetzt geht's wirklich nur ins Bett. Und dann morgen gibt's nochmal schönes Frühstück zum Abschluss. Und dann heißt es auch wirklich nur noch letzten Tag hier genießen. Morgen soll das Wetter richtig geil werden hier. Die Ampel ist gerade grün, vielleicht laufen wir noch ein bisschen schneller. Ja, auf jeden Fall gibt's dann morgen den letzten Tag und dann nehmen wir euch noch mit zum Shooting. Könnt ihr euch mal drauf freuen, was da so abgeht. Mal gucken. Der Fabrice freut sich bestimmt auch noch schon auf euch. Weiß nicht. Muss ihn noch fragen, aber ich glaube, er sagt ja. Schließlich ist er Musikkünstler, also ist er das gewohnt. So, haut rein, ne? Gute Nacht. Gute Tschüss. Nacht. Was? Gute Nacht. Gute Nacht. Oh. Tschüss, haut rein. Tschüss.